Israel hat Deutschland gerade brutal zurückgewiesen, weshalb eine Eskalation im Nahen Osten jetzt unvermeidbar erscheint. Aber was ist passiert und droht nun ein dritter Weltkrieg? Seit dem Angriff vom 7. Oktober befindet sich Israel nicht nur im Krieg mit der palästinensischen Hamas, sondern kämpft nun auch verstärkt mit der Hisbollah-Miliz im Libanon, welche beide vom Iran unterstützt werden. Israel griff deshalb am 1. April Irans Botschaft in Damaskus an und tötete dabei ranghohe iranische Militärs. Als Reaktion feuerte der Iran dann in der Nacht auf Sonntag rund 300 Drohnen, Raketen und Marschflugkörper Richtung Israel mit zusätzlichen Angriffen aus Libanon und Jemen. Israel konnte die meisten davon abfangen, mit Hilfe von Verbündeten und seines Abwehrsystems. Jetzt reiste Annalena Baerbock nach Israel und ermahnte Benjamin Netanyahu zu maximaler Zurückhaltung, damit es zu keinem regionalen Flächenbrand kommt. Doch der israelische Ministerpräsident wies das zurück. Er will alles Notwendige tun, um Israel zu verteidigen und plant bereits einen Gegenschlag. Und der Iran warnt, dass die Antwort darauf verheerend sein wird. Eine Eskalation scheint deshalb unvermeidbar, oder? Wie siehst du das?